38, 39, 40. 40 muntere Pferde. Und nun staunen Sie mal. Die sind alle hier drin. Im 1-Liter-Motor des neuen Opel Kadett. Ohne Scherz. 40 muntere Pferde. Pferdestärken. 40 PS. Und das zeige ich Ihnen jetzt. Jetzt sieht los, was? Kunststück, 120 Spiele. Und dann die neue Hinterachse, die Zentralgelenkachse. Der große Kofferraum, das kann man gar nicht alles erzählen, das muss man erleben. Wissen Sie, was das Beste ist? Gehen Sie doch zum Opel-Händler. Der neue Opel Kadett. Kurz gesagt, okay. Übrigens, mit dem Knüppel beherrschen Sie die 40 Pferde. In 4 Gangarten. Was machen Sie denn da? Wird ja nicht mehr abgeschmiert, der Opel Kadett. Überhaupt nicht mehr. Ganz groß, was? Auch innen. Da haben 4 nicht nur dicke Platz, da haben sogar 4 dicke Platz. Und zwar prima. Wie ich hier sitze, so gut fährt er auch, ohne Scherz. Liegt wie ein Brett, der Opel Kadett. Spielend 120. Mit dem Tempo sollten Sie zum Opel-Händler gehen. Ich kann nur sagen, machen Sie eine Probefahrt. Wirklich, der Opel Kadett ist, also kurz gesagt, okay. Eine Probefahrt gemacht mit einem Wagen, sage ich Ihnen, also der ist... Welcher Wagen? Das ist doch klar, der neue O... Oder raten Sie mal, der Motor 1000 Kubik. Was denn? Der Motor ist natürlich vorn. Immer diese Schelme vom Werbefernsehen. Entschuldigung. Dann die Straßenlage. Also liegt wie ein Brett. Weiter? 4 richtige Sitze. Da hat selbst mein Freund Max hinten noch Platz. Und der Kofferraum. Na? Erraten. Der neue Opel Kadett. Kurz gesagt, okay. Klasse, der Opel Kadett. Was? Einfach eine Klasse für sich. Na? Wann gehen denn Sie zum Opel-Händler? Was soll ich lange reden? Der Opel Kadett spricht für sich selbst. Der ist, also kurz gesagt, okay. Aber erst recht okay ist der Kadett L. L, wie Luxus. Schick, was? Jede Menge Extras. Ganz groß aufgemacht. So, und den wollen wir auch mal aufmachen. Den Caravan 1000. Ja, da passt was rein. Bitte Platz nehmen zum Familienausflug. Ach, Sie haben noch gar keine Familie. Na, dann ist der Fall ja klar. Und äußerst schnittig. Das Opel Kadett Coupé. Gefällt Ihnen besonders? Kunststück. Mir auch. Einer davon ist richtig für Sie. Machen Sie eine Probefahrt. Was die Karawane da wegschleppt, das geht alles hier rein. In den Opel Karawane. Karawan 1000. Simsalabim. Bim. Das ist sicher das Notwendigste, was Ihre liebe Frau so braucht. Das heißt, wenn es sein muss, können Sie aber auch, zack, die gute Tante Grete mitnehmen. Bleibt immer noch Gepäckraum bis zum Dach. Oder Ihren kleinen Liebling. Und natürlich die beiden Sprösslinge. Ach, Sie haben 4. Machen wir. Bitte, da ist die Kinderbank. Ja, der Opel Caravan 1000, der reinste 1000-Fasser. Nicht zu fassen, was wir fassen. Opel Caravan 1000. 1000 muntere Kadetten werden hier jeden Tag gebaut. Jawohl, 1000 Opel Kadetten. Aber alle nach Maß. Elektronisch? Gesteuert. Vielleicht Ihrer hier? Mal sehen. Steht alles hier drauf. Schiebedach, Lackierung blau, Radio und. Übrigens, zigtausend Kombinationen. Glauben Sie nicht? Rechnen Sie mal nach. Aber das ist meiner. Ich kann es gar nicht erwarten, ihn zu fahren. Oh. Kleinigkeit fehlt noch. Schönen Dank, Meister. So, jetzt steht er auf eigenen Beinen. Wirklich ein Anlass? Zum Anlass. Gehen Sie doch zum Opel-Händler und suchen sich Ihren Kadett aus. Nein, das ist kein Skilift. Das ist mein neuer Autositz für meinen neuen Opel Kadett. Wird gerade gebaut. Sitzt sich großartig, dieser Sitz. Trägt bestimmt zur Besitzerfreude bei. Und die Karosserie spielt auch eine tragende Rolle. Eine selbsttragende, ganz Stahlkarosserie. Ah, da kommt ja auch mein Motor. Hat 40 PS und sitzt natürlich vorne. Denn hinten ist ja der Kofferraum. Gucken Sie mal. Und jetzt Klappe zu und ab. Tja, geht ab wie eine Rakete. Da möchten Sie auch gleich eine Probefahrt machen, was?
Okay. Okay wie Opel Kadett. Das Geheimnis aus Rüsselsheim wurde gelüftet. Ein großes deutsches Automobilwerk führte erstmals sein neues Modell vor, das die Tradition eines Vorkriegswagens fortsetzen soll. Eine fachgerechte Besichtigung ergab wesentliche technische Einzelheiten des neuen Mittelklassewagens, der bei einem Hubraum von 993 Kubikzentimetern 40 PS leistet und eine Geschwindigkeit von 120 Stundenkilometern erreicht. Die Einzelradfederung konnte ebenso imponieren wie die geräumige Innenausstattung. Da die Heizung, das Lenkschloss und eine Scheibenwaschanlage im serienmäßigen Preis des auch äußerlich ansprechenden Modells inbegriffen sind, dürfte es sich beim Kadett um ein Auto handeln, das sein Geld wert ist.